Willkommen, mein Name ist Laura Kuckuck und heute befinden wir uns zusammen mit der Firma Elektrophysik auf dem Weg zu DP Motorsport. Eine Firma, die sich schon richtig früh im Bereich Automobil und insbesondere dem Motorsport auf Leichtbau spezialisiert hat. Und zwar mittels Glasfaser- oder Carbonfaserverstärkten Karosseriebauteilen. Und ihr habt ja mitbekommen, im letzten Video haben wir euch die Methode des Ultraschallmessens zur schichtigen Messung oder insbesondere der lackschichtigen Messung vorgestellt. Und das Besondere hier ist natürlich, dass wir untergrundunabhängig arbeiten können. Also wir können auch an einem GFK- oder CFK-Teil die Lackschichtstärke obendrauf messen. Warum? Natürlich, wir können auch hier dann jetzt ein Erstlackfahrzeug identifizieren. Wir können ermitteln, ob unten drunter vielleicht schon mal eine Reparatur stattgefunden hat, irgendein verdeckter Unfall ist, was natürlich insbesondere im Stahlbereich, also Stahl- oder Aluminiumuntergrund, wenn dann natürlich schon Korrosion hochkommt, super spannend ist. Aber wir bleiben heute natürlich bei GFK, CFK und ich freue mich schon drauf, das Ganze jetzt einfach mal in die Praxis zu überführen und an so einer schönen Kotflügelverbreiterung von einem 911er euch zu präsentieren. Los geht's! Hi Patrick! Hey Laura, schön dich zu sehen. Ja, schön endlich wieder hier zu sein. Ja, wir haben uns lange nicht gesehen. Erzähl doch einfach mal ein bisschen von euch und was ihr eigentlich, wo ihr euch drauf spezialisiert habt. Ja, gerne. Unsere Firma spezialisiert sich seit 1973 auf Porsche und auf Leichtbau, gerade was den Karosseriebereich angeht. Ja. Das heißt, wir haben eine Produktion von GFK und CFK-Teilen, machen natürlich auch Autos bis zum Ende fertig mit Fahrwerksoptimierung, Motorrevision etc. Aber so der Hauptaugenmerk, weswegen die Kunden eigentlich kommen, ist das Außendesign und dann vor allen Dingen halt auch der Leichtbau. Und wie viel leichter schafft dir so eine Karosserie, wenn du jetzt eine normale 964 Stahlkarosserie hast, wenn du jetzt einmal alles, Kotflügel, Dach, Türen, wie viel leichter schafft ihr es? Also wir haben es bis zu 320 Kilo Erleichterung geschafft. Yes. Aber das ist dann auch wirklich der Sonderfall, weil da muss man schon tief in die Tasche greifen. Ne? Ja, aber, sagen wir so, aber 200, es geht. 250 Kilo raus, das kriegt man halbwegs problematisch. Ist ja hier schon so ein bisschen Kevlar verstärkt, ne? Ja, genau. Das ist jetzt so ein Backdate-Umbau, der genau auch auf so einem Porsche 964 später draufgebaut wird. Ne? Also das ist vom Prinzip so ein Auto. Ja. Werden wir gleich auch noch weitersehen. Und hier sieht man jetzt diese Carbon-Kevlar-Lage drin. Das ist halt der Vorteil der Carbonfaser, das ist das Schwarze. Ja. Und dieser gelblichen Geschichte, das ist das Kevlar-Material. Das sind halt so die Vorteile von beiden Materialien miteinander gemixt in einer Matte. Ja, aber dann lass uns doch einfach mal gucken gehen in der Werkstatt, oder? Ja, gerne. Freue ich mich. Alles klar, geh mal rüber. So, Laura, ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Oh, ja. Yeah. Schönen großen Heckspoiler hingestellt. Ist auch ein aus Fiberglas produziertes Teil. Ich erinnere mich noch ans Handlaminieren. Ja, ne? Hast du ja auch noch schon machen dürfen. Ja. Ein weißer Gelcoat drauf, das ist der Oberflächenharz, wird auch Feinschicht genannt. Und unten drunter ist das Glasfaserlaminat. Das heißt, da können wir natürlich auch eine Messung machen. Genau, hier siehst du es, ist ein etwas anderes Bauteil, aber vom Prinzip das gleiche. Hier siehst du es von der Rückseite. Ja. Ist ein Schaumkern mit einlaminiert und hier siehst du halt den Polyesterbereich. Und den Schaumkern ja so ein bisschen um Stabilität zu geben. Der ist für die großen Flächen da, ne? Ja. Genau. Damit du die großen Flächen nicht so reindrücken kannst, haben wir halt dort dann diesen Schaumkern mit drin. Ja. Genau. Geil. So, was hast du hier? Ja. Da haben wir gerade eben noch neben der Stoßstange gestanden. Ja. Das ist ein Porsche 964, umgebaut als Backdate zu einem 2.8 RSR. Jetzt muss ich aber doch noch mal testen. Oh, ich habe vergessen, wie leicht die Türen sind. Ein Traum. Und Dachhaut ist auch? Ja, genau. Ja. Also eigentlich, was du hier lackiert siehst, außer Windlauf und A-Säulen, ist eigentlich alles jetzt in Kohlefaser verarbeitet. Leichtbau durch und durch. Ja, Wahnsinn. Richtig. Aber sollen wir mal in die schichtigen Messung gehen? Ja, selbstverständlich. Hallo. Hallo, Herr Prechtl. Und ich sehe schon, hier hast du uns ein Carbon-Teil vorbereitet. Ja, ganz genau. Das ist jetzt ein Vollkohlefaserteil. Das ist einfach nur ein Musterteil jetzt für die Messung hier. Hier sieht man es noch blank. Hier haben wir eine Schicht Spritspachtel drauf. Hier ist Spritspachtel und Füller und hier ist Spritspachtel, Füller und eine Zweischicht Wasserlack drauf. Jetzt können wir also mit Ultraschall auf dem Muster hier beispielsweise alle Einzelschichtdicken messen. Das heißt, wir müssten hier eigentlich 5 Schichten nachher auf dem Gerät angezeigt bekommen, genau. Oder? Ja, dann starten wir doch einfach mal, würde ich sagen. So, hier sehen wir jetzt eben die Epoxy-Schicht mit 12 Mikrometer. Okay. Ja,
Und jetzt müssten wir hier eigentlich schon beide Schichten. Genau, hier können wir jetzt eben die Spritzspachtel plus Epoxy-Schicht sehen. Ja. Hier haben wir jetzt drei Schichten. Füller, Spritzspachtel plus Epoxy. Füller noch mal ein bisschen weniger vom Aufbau, ja. Und hier haben wir jetzt eben das fertige Lacksystem mit 5 Schichten und insgesamt 380 Mikrometer. Sensationell, und ich sehe wirklich jede einzelne Schicht. Genau, und das ist halt eben der ganz große Vorteil von Ultraschall, dass wir eben alle einzelnen Schichten aufbauen, messen können und das im fertigen Lacksystem und zerstörungsfrei. Und das Spannende ist ja jetzt eigentlich, warum haben wir eigentlich so einen Probenteil genommen und sind nicht sofort ans fertige Auto? Weil wir wirklich gucken wollten, ob er die differenzieren kann zwischen dem Harz, der ja hier noch drauf ist, also der Epoxy-Schicht, zu dem Spritzspachtel. Und das schafft das Gerät. Genau. Das, sensationell. Das ist nur mit Ultraschall möglich und das ist ja eben auch gerade für Sie wichtig. Absolut, weil letztendlich kann ich dann doch mehr oder minder Erstlack identifizieren. Cool. Sollen wir nicht mal gucken, was jetzt auf den anderen Autos so drauf ist? Wirklich mal ins Auto gehen? Gerne. Freue ich mich. Ja, die wunderschöne Studie 2 vom Ecki Zimmermann, 1970 fertiggestellt. Und Patrick hatte mir erzählt, der war ursprünglich orange. Jetzt ist er gelb nachlackiert worden. Oder nicht jetzt, das ist auch schon eine Weile her. Aber vielleicht können wir das dann nochmal in die Praxis überführen, was wir gerade an unserem schönen Probenteil gemacht haben, oder? Gerne. Das heißt, es müssten dann jetzt ja, wenn er mal orange war, eine Schicht mehr sein. Also 3 Schichten insgesamt müssten es theoretisch sein. Genau, und die sehen wir auch hier alle einzeln aufgelöst. Und 260 μ insgesamt. 260 μ insgesamt und für die erste Schicht oben 70 μ, die zweite Schicht 130 μ und die dritte Schicht 67 μ. Also Spachtelaufbau unten drunter. Ja, super. Also haben wir wirklich verifiziert, 3 Schichten. Nichtsdestotrotz hatte der Patrick mir erzählt, dass er das Auto sowieso entlacken möchte. Vielleicht machen wir das jetzt einfach mal und ziehen quasi eine Art Querschliff vom Aufbau. Was halten Sie davon? Gerne, das ist eine sehr gute Idee. Oder? Ja, super. Wow, aber das scheint jetzt doch noch mal mehr Gelcoat irgendwie drauf zu sein, oder? Also ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass das so, hättest du jetzt vermutet, dass da so viel drauf ist? Nee, ich bin ganz ehrlich auch ein bisschen überrascht. Also für heutige Zeit würde man das anders produzieren, aber das ist jetzt von 1970 und da gehe ich von aus, das waren die Anfänge in dem Kunststoffbau. Man sieht wirklich, dass hier der Gelcoat, das ist hier dieses dunkelblau optisch aussehende Zeug, dass das deutlich dicker aufgetragen wurde. Also ich habe schon relativ lang geschliffen, bis ich durch den Gelcoat durch war. Du hättest mir damals als Praktikantin dafür den Kopf abgerissen, wenn ich das gebracht hätte, oder? Kommt drauf an, bei welchem Auto. Naja, ja, aber ja. Man sieht auch, da sind auch so ein paar Luftporen drin, das würde man so heute auch besser hinkriegen. Also hier weiß ich nicht, ob vielleicht auch die Messung da Fehler dann reinbringen könnte, wenn man aus einer Luftblase misst. Im Normalfall bei Serienproduktion wird es aber nicht, werden so große Löcher nicht drin sein. Aber jetzt ist natürlich auch spannend, jetzt hatten wir vorhin hier oben gemessen. Du hast ja erzählt, auch orange war ja ursprünglich und gelb, das hatten wir genau auch gemessen eigentlich zusammen. Aber jetzt sehe ich ja, hier unten ist noch mal mehr passiert. Und weißt du, was hier vielleicht, hat dann Papa hier unten noch mal eine Verbreiterung drauf gebaut? Oder? Genau, ja, genau so wird es gewesen sein. Der hatte irgendwann ein paar Jahre später mal so eine kleine Evolution in das Auto reingebracht. Und da sind auch definitiv die Radläufe ein bisschen verbreitert worden. Und das scheint genau der Bereich zu sein, wo das dann hier ausläuft, dass die hier im unteren Bereich noch dementsprechend, sieht man an den Lackschichten halt noch ein bisschen mehr Spachtelmasse und vielleicht noch ein bisschen Laminat noch mit drauf. Und im oberen Bereich, da hat er eigentlich nichts mehr angefasst. Da sieht man tatsächlich, da ist direkt über dem Orange das Gelb lackiert worden. Und genau eben diesen unterschiedlichen Schichtaufbau können wir jetzt hier in dem Ultraschallbild sehen. Hier oben hatten wir 3 Schichten gemessen gehabt und hier sehen wir jetzt eben 3 weitere Schichten. Also insgesamt 6 Schichten und eine deutlich dickere Gesamtschichtdicke. Na Wahnsinn, haben wir genau das Bild. Bestätigt eigentlich das, was wir jetzt hier im Querschliff sehen. Und vorher schon vermutend hatten. Ja, beim Aufschleifen merken wir es ja schon selber, aber das ist natürlich genial, wenn man das nicht aufschleifen muss und das dann durch so ein Gerät feststellen kann. Super. Also ich bin schlichtweg begeistert und alle meine ursprünglichen Zweifel, dass vielleicht auf GFK, CFK, hatten wir uns ja lange drüber unterhalten, vielleicht dann doch ein bisschen schwieriger wird.
haben wir damit eigentlich eliminiert. Ja, super, dann haben wir jetzt die 6 Schichten gemessen, aber vielleicht können wir jetzt einfach nochmal den Unterschied zwischen der Spachtelstärke zu dem Gelcoat messen. So, 80 Mikrometer für die angeschliffene Spachtelschicht. Passt ja ein bisschen Auftrag wahrscheinlich schon runtergenommen. Das ist halbwegs realistisch. Ich habe ja auch schon leicht drüber geschliffen. Das passt. Mega. Also ich bin froh mit den Erkenntnissen, die wir heute gewonnen haben. Ja, und ich bin auch begeistert. Das freut mich. Jetzt habe ich nichtsdestotrotz noch eine Fragestellung. Und zwar, schaffen wir es, die unterschiedlichen Gelcoat-Applikationen, also die Schichten, auch zu messen? Und zwar hat der Patrick mir erzählt, dass hier diese CFK 911er-Haube eine Schicht Gelcoat drauf hat. Können wir das einmal messen und danach einmal ein Zweischichtbauteil zum Vergleich? Gerne, sollten wir einen Unterschied auf jeden Fall sehen. Ja, super. So, jetzt können wir eindeutig die Grenzschicht erkennen zum Substrat von dem Gelcoat. Wir sehen jetzt hier Gelcoat-Dicke 350 Mikrometer. Und okay, bei dem doppelt beschichteten Teil sollten wir jetzt eben dann deutlichen Unterschied drin sehen und eine deutlich dickere Schicht an Gelcoat. Und dann geht es nämlich zum Flügel. Das ist ein 935 Flügel, also wunderschön, ne? Ein Traum. Und hier ist das doppelt. Also erstmal ist das ein GFK-Flügel, aber das spielt ja in dem Moment jetzt gar nicht so die Rolle. Aber hier wurde das Doppelte an Gelcoat appliziert. Also es wurden quasi 2 Schichten handlaminiert aufgetragen. Und ich fände es jetzt einfach spannend, ob wir das wirklich so rausfinden. Können wir direkt mal testen. Und wir sehen, wir haben hier 725 Mikrometer, ungefähr die doppelte Dicke von dem einschichtig aufgetragenen Gelcoat. Und Sie können somit auch dies messen. Sensationell. Also ich bin wunschlosglücklich, ich habe keine offene Frage mehr. Und ich freue mich auf den Einsatz draußen in der Praxis mit dem Gerät. Dafür wird's gemacht. Vielen Dank. Gerne. Jetzt haben wir wirklich viel über das Thema Schichtdickenmessung und Lackschichtdickenmessung gelernt. Wir haben die verschiedenen Methoden, Magnetinduktiv, Wirbelstrommessmethode oder das Thema Ultraschall intensiv behandelt. Ich habe echt viel mal wieder dazugelernt und ich hoffe, ihr auch. Und ich freue mich über die Zusammenarbeit mit Elektrophysik und DP Motorsport und dass wir der ganzen Thematik Ultraschallmessverfahren oder Lack- und Schichtdickenmessung mal so richtig auf den Zahn gefühlt haben. Ich hatte viel Spaß und ich hoffe, ihr auch.